Hallo. Heute reden wir in der Landesmedienanstalt Saarland über Selbstdarsteller, Mobber und Straftäter. Und die Frage lautet, wer schützt Kinder und Jugendliche im digitalen Raum? Bei mir ist der Kriminologe Thomas Gabriel Rüdiger. Und wir machen jetzt eigentlich am besten erstmal das, was Millionen von Menschen machen, nämlich wir nutzen die schönen Seiten der Digitalisierung und des Internets und werden mal eine Runde noch zocken. Ey, ich freue mich schon. Ja. Wo ist eigentlich bei Internet und bei Spielen tatsächlich das Problem? Es ist doch eigentlich erstmal eine tolle Freizeitbeschäftigung und heute über Handys sind wir ja eigentlich immer online, immer informiert und ja, ne? Sagen wir mal, früher haben wir nur Fernsehen geguckt, ist doch super, oder? Also eigentlich gar keine Frage, ja. Man muss nur sagen, ich glaube, wir sind die Generation, die sowieso auch mit den Spielen schon aufgewachsen sind. Ja. Und ich glaube, das ist gleich auch ein Aspekt, den man selten berücksichtigt. Und zwar habe ich muss man sich halt fragen, ist es eigentlich normal, dass in Online-Spielen zum Beispiel jedes Alter miteinander spielt und kommuniziert? Warum? Ja. Wenn Sie sich einen Straßenverkehr oder den Spielplatz anschauen, würden Sie es normal finden, wenn ein 35-Jähriger, ich meine gut, wir beide sind jetzt vielleicht Anfang 20, aber so in dem Dreh 35, wenn ein 35-Jähriger zu Ihrer Tochter oder Ihrem Sohn mit 9 Jahren geht, der Sie nicht kennen, den Sie auch nicht kennen, und der sagt, du, ich will mit dir zusammenspielen. Da würden Sie sagen, das ist aber nicht normal und würden Sie es komisch finden. Im Netz aber, in den Spielen, ist das für uns eine ganze Selbstverständlichkeit. Da ist, Moment, ich muss noch schnell ein Tor schießen, ist es eine Selbstverständlichkeit, dass das passiert. Und das ist etwas, was wir gar nicht hinterfragen. Was bedeutet es denn, wenn Erwachsene und Kinder miteinander in einem solchen Interaktionsraum eigentlich spielen, was für Auswirkungen kann das haben? Und da gibt es tatsächlich vielleicht nochmal auch einen anderen Gedankengang. Ich weiß ja, Sie haben ja Kinder und ich auch, ungefähr dieselbe Alterskategorie. Wenn ich mit denen Mensch ärgerlich nicht spiele oder Uno, dann ist das so, dass ich, obwohl ich auch jemand bin, der gerne gewinnt, werden Sie gleich sehen, ist das so, dass ich versuche, meine Art und Weise, wie ich spiele, an die Kinder anzupassen. Weil ich sage, mein Kind kann nicht verkraften, wenn ich böse werde, wenn ich sauer werde, ich werde nicht betrügen unbedingt, um das Spiel zu gewinnen. Wie funktioniert das aber eigentlich im digitalen Raum? Das heißt, im Analogen passen wir unser Spieleverhalten, unsere ganze Spieleweise an die Kinder an. Im Digitalen geht das nicht. Wenn wir zum Beispiel beleidigend sind, was sie immer wieder, wenn man zockt, weiß man das, was ist da passiert, wie beleidigt wird und so. Wie man damit umgeht. Und ich glaube, dass wir als Gesellschaft von allen sozialen Medien im Prinzip die Online-Spiele noch nie kritisch hinterfragt haben, was diese Aspekte angeht. Und Phänomene wie, dass Sexualtäter über Online-Spiele an die Kinder rankommen, dass sie mit Extremisten dort drinnen konfrontiert werden oder auch, wie Sie es gesagt haben, mit Mobbern, das ist ein Phänomen, was wir in den letzten Jahren immer mehr feststellen. Und darüber muss man einfach reden können, weil Spiele, so cool sie sind und so toll das auch ist, sie können auch durch diese Online-Kommunikation ein Risiko für Kinder bilden. Also der digitale Raum hat Gefahren, die wir vorher nicht kannten, einfach aufgrund der Tatsache, weil wir nicht wissen, wer wirklich vor dem Bildschirm sitzt. Ja, kann man das so sagen? Und bislang haben wir ja, sag mal, einen Jugendmedienschutz, der eigentlich auf einer ganz anderen Schiene arbeitet, denn wir haben ja bislang eigentlich den Zustand, dass wir immer glauben, sozusagen, wir sind dann gut geschützt, wenn die Inhalte, die laufen, möglichst natürlich entsprechend der Altersgruppe nur zugänglich sind. Über einen technischen Jugendmedienschutz, über natürlich im Bereich des Rundfunks erstmal, was da vor 8 gesendet werden, was da nach 8 oder nach 23 Uhr gesendet werden. Und tatsächlich sind natürlich, sagen wir mal, diese Fragestellungen nie die Frage, weil, sagen wir mal, ein Erwachsener kann natürlich auch den Kinderkanal gucken, ohne dabei Schaden zu nehmen. Da aber kann es ist eben was anderes. Mit dem Kind, ne? Kommunizieren. Genau. Aber er kann eben sozusagen nicht über den Kika mit den anderen Kindern kommunizieren. Und das ist natürlich etwas, was wir auch gerade bei Online-Spielen vielleicht eine neue Dimension ist. Ich glaube, wir müssen beim deutschen Jugendmedienschutz uns halt klar sagen, dass der Jugendmedienschutz, wie wir ihn kennen, nicht zur Aufgabe hat, Kinder vor Straftaten oder Straftätern im Internet zu schützen, auch nicht in Online-Spielen. Die Aufgabe ist es, im Prinzip den negativen Einfluss von solchen Medien auf Kinder im Visier zu haben. Und ich halte das für einen Fehler. Das führt nämlich dazu, dass beispielsweise Altersempfehlungen auch für Online-Spiele sich nicht danach ausrichten, ob ein Kind in so einem Programm mit einem Unbekannten kommuniziert, zum Beispiel ob sexuell belästigt werden kann, sondern nur guckt, im Prinzip ist dort Blut drin, ist Gewalt, ist Pornografie. Das ist auch wichtig, aber das ist nicht mehr alles. Das Netz heutzutage ist geprägt von Interaktion und Kommunikation. Brauchen wir dann, wenn wir das, sagen wir mal, so, wie muss man sich dann das vorstellen? Bislang schützt ja vor Straftaten, eigentlich ist zuständig natürlich die Polizei, ja? Also der klassische Jugendmedienschutz, der sich ja mit Ordnungswidrigkeiten beschäftigt, genau mit den Fragestellungen, die wir ansonsten hatten, die Frage, weil was wird präsentiert und nicht
so sehr, was sind die Inhalte, wie wird kommuniziert, aber die Straftaten, da ist ja die Polizei zuständig. Das heißt, brauchen wir eine richtige Cyberpolizei, die auch die Kommunikation überwacht? Na. Also tatsächlich ist das eine interessante Frage, weil man sich überlegen muss, wie funktioniert eigentlich Sicherheit in einem Raum? Und Sicherheit im Straßenverkehr, ich vergleiche es, werden Sie sehen, immer wieder gerne mit dem Straßenverkehr. Warum? Wie funktioniert Sicherheit im Straßenverkehr? Du hast Eltern, die ihr Wissen um diesen Straßenverkehr an ihre Kinder weitergeben. Man nimmt sie an die Hand, man erklärt, guck nach links, guck nach rechts, kennen sie mit ihren eigenen Kindern auch, ich auch mit meinen. Man erklärt aber auch, steig nicht zu einem Fremden in ein Auto ein. Wenn ein Auto anhält, steig dort nicht ein. Dann hat man eine Schule, manchmal auch der Kindergarten, die diese Regeln verinnerlichen und weitergeben. Und dann hast du natürlich auch manchmal die Polizei noch, die zum Beispiel sowas wie Fahrradführerscheine macht. Mhm. Nur was würde das alles bringen, wenn ich nicht eine Regel hätte, die beispielsweise verhindert, dass jemand mit 180 über den Bürgersteig fährt oder die verhindert, dass jemand mit 180 über eine rote Ampel fährt. Wenn ich meinem Kind sage, lauf nur bei Grün immer über die Ampel, aber es keine Regel gibt, die im Gegenzug verhindert, dass jemand mit dem Auto bei Rot fährt. Mhm. Nur jetzt ist die Frage, ist es die Regel oder ist es die Durchsetzung der Regel, die dort von Bedeutung ist? Und aus meiner Sicht ist es die Durchsetzung der Regel. Und dort sehe ich tatsächlich die Notwendigkeit, wenn man sich das überlegt, dass man das auf den digitalen Raum überträgt. Leider ist es aber so, gerade bei den Online-Spielen, deswegen sind die ein gutes Beispiel, dass viele Eltern davon keine Ahnung haben. Das liegt auch an folgenden Aspekt. Häufig wird Eltern zum Beispiel gesagt, du, lass dir mal von deinem Kind zeigen, was es spielt. Du setzt dich hin und dein Kind zeigt dir, was es spielt. Das halte ich für falsch. Warum? Wenn ein Kind weiß, dass da eine kritische Situation drin ist, zum Beispiel ein Chatmodus, eine Gilde, mit denen du kommunizierst, dann wird ein Kind nie diese kritischen Sachen zeigen, wenn die Eltern nicht das Wissen darüber haben. Weil das Kind möchte ja, na wo ist er? Das Kind möchte das ja spielen. Ich kenne viele Fälle, wo dann Mütter sich hingesetzt haben, haben gesagt, mein Sohn hat mir das gezeigt und was sie mir zeigen, das habe ich noch nie gesehen. Warum nicht? Weil das Kind eine Information zu erhalten hat. Wichtig wäre also, dass nicht die Eltern sich von Kindern zeigen lassen, okay. Das heißt, sondern selber. Müssen die Eltern weiterbilden, das ist eine Medienkompetenzförderung, aber jetzt mal, die digitale Welt wandelt sich sehr schnell und ich glaube, das ist tatsächlich vielen Eltern einfach das Problem auch besteht, dass die sagen, ich komme eigentlich im Grunde genommen gar nicht mit all diesen Sachen. Oder absolut. Ich glaube tatsächlich, dass viele Eltern einen Erfahrungshorizont haben, der ist von vor 20, 30 Jahren. Und die Spielewelt, die damals existierte, die war natürlich eine ganz andere, weil die Unternehmen heute, der Spielemarkt ist in Deutschland so groß ungefähr wie der Rundfunkmarkt. Und zu anderen Zeiten war er, sag mal, doch eher durch kleine und mittelständische Unternehmen geprägter Markt. Das heißt sozusagen, wir haben eine enorme Industrie hinten dran. Absolut. Und die wissen, wie sie damit Geld verdienen. Und das sollen sie natürlich auch dürfen, das ist gar nicht die Frage. Nur die 7-, 8- und 12-Jährigen, die müssen wir auch entsprechend schützen in diesem Raum. Im Prinzip ist es doch so, wenn wir einen Raum schaffen, wo wir wollen, dass alle Altersstufen miteinander spielen, dann müssen wir auch Schutzmechanismen schaffen, die das irgendwie absichert. Ja. Auch auf dem Straßenverkehr würde man noch nicht sagen, es ist okay, wenn alle Erwachsenen und alle Kinder miteinander interagieren. Und da kommt noch ein Aspekt, der gerade, ich beschäftige mich viel mit Sexualtätern, der gerade bei den Sexualtätern relevant sind. In jeder spielerischen Interaktion besteht auch immer ein vertrauensbildender Prozess. Kennt man selber, wenn man sich mal das drüber nachdenkt, aus der Zeit, als man zum Beispiel auf dem Fußballplatz gespielt hat oder auf dem Spielplatz. Wenn man mit fremden Kindern gespielt hat, hat man, obwohl man die kaum kennt, auf einmal ein gewisses Vertrauensverhältnis zu denen gehabt, nur weil man mit denen gespielt hat. Das sind Aspekte, die Spiele besonders machen. Und trotzdem muss man das leider ehrlich sagen, dass in der gesamten, auch politischen Diskussion Richtung Jugendmedienschutz, aber auch Richtung Sicherheit im Netz, die Spiele, die Form der sozialen Medien sind, die eigentlich kaum eine Rolle spielen und die in ihrer Besonderheit so gut wie nie akzeptiert werden. Sehen Sie, es ist so, die Online-Spieler haben gegenwärtig, in Deutschland spielen also knapp 26 bis 28 Millionen deutsche Online-Spiele. Das ist die Zahl, die ungefähr Facebook an Nutzer hat in Deutschland. Mhm. Und da gibt es halt ein schönes Beispiel bei der Thematik Hate Speech, also Volksverhetzung zum Beispiel im Internet. Da wurde ja eine Taskforce aufgestellt, die im Prinzip dagegen vorgehen sollte, aus Betreibern, die relevant sind. Da war nicht ein Vertreter von der Spieleindustrie dabei. Und da muss man fragen, haben die zum Beispiel Spiele da gar keine Rolle? Dabei werden Kinder, auch 6, 7, 8, viele Beispiele dafür, mit extremistischen Inhalten durch die Mitspieler bereits in jüngsten Jahren konfrontiert. Das sind für mich, also das ist nicht ein Einzelfänomen, das sind für mich alles die Phänomene, wo ich sage, wieso gucken wir denn nicht dahin? Die Kinder beginnen ihr Dasein mit Online-Spielen. Vielleicht, wir haben ja jetzt bei unserem Spiel die Halbzeit erreicht, es steht 0-0. Aber nur weil ich mich nicht konzentriere. Wenn wir uns jetzt mal sagen, es ist Halbzeit im Bereich des Jugendmedienschutzes, im Bereich der Online-Spiele.
Und wir sagen, auf der einen Seite stehen die Kinder und auf der anderen Seite steht die Spieleindustrie. Wie steht's da? Also Spieleindustrie. Und zwar, die sind am Gewinnen, wenn man das so sagen würde. Ich würde aber nicht sagen, die sind jetzt nur die Bösen, aber es ist schon so, dass ich glaube, dass die Selbstreflexion, was da drinnen wirklich vorkommt und was da passiert, sehr viel besser sein könnte. Ich bringe mal vielleicht noch ein Beispiel, was mich auch manchmal stört. Und zwar, viele in der Spieleindustrie sagen oder auch Betreibern, wir haben moderierte Foren, wir haben moderierte Spieleschats. Mhm. Und wenn man dann nachhakt und fragt, ja, wer sind denn die Moderatoren? Dann heißt das, naja, meistens, also es gibt ein paar Festangestellte, aber meistens sind das Leute, ja, das sind unsere Gamer, wir haben das dann ausgeschrieben und die haben sich beworben und die werden dann bei uns Moderatoren. Und da frage ich mich, was berechtigt denn einen Gamer zum Beispiel als Ansprechpartner bei einer sexuellen Belästigung von einem Kind in Online-Spiel als Ansprechpartner zu dienen? Als ich studiert habe, ich früher mein Geld, mein Studiumsgeld ein wenig so als Ordnungskraft verdient in Fußballstadien, deswegen passt das sehr schön. Und dort musste man so ein IHK-Zertifikat nachweisen, dass man Minimum an rechtlichen Rahmenbedingungen kennt, dass man zeigt, man kennt sich ein wenig mit Situationen aus, auch Hausfriedensbruch und solche Geschichten. Und ich frage mich immer, warum gibt es diese Pflicht nicht zum Beispiel auch für Spielebetreiber, also insgesamt für Moderatoren, können auch andere Chats und sozialen Medien sein, aber warum nicht auch da? Ich glaube, dass wenn man das ernsthaft wirklich intensiv hinterfragt, ist das eins der unreguliertesten und wenig geschütztesten Felder überhaupt in den sozialen Medien. Aber wenn man sich fragt, wo sind denn die Kinder? Wir reden immer über Kinder- und Jugendmedienschutz. So, und erstmal muss man sagen, Kinderschutz ist was anderes als Jugendmedienschutz, weil Jugendliche anders geschützt werden müssen als Kinder. Aber selbst wenn wir das dann reden, da redet man kaum darüber, wo die wirklich sind. Da heißt es dann, die Achtjährigen sind auch bei Instagram oder Facebook. Die Achtjährigen, die wirklich intensiv bei Instagram oder Facebook schon sind, die will ich mal sehen. Aber was machen sie? Sie spielen. Und da drin sind die Risiken. Und das zeigen sich auch in den polizeilichen Statistiken, weil wir leider Gottes in solchen Fällen auch Opfer haben, Kinder, die ziemlich jung sind. Also zum Beispiel bei sexuellen Belästigungen im Netz hatten wir im letzten Jahr knapp 70 Opfer, die waren unter 6 Jahren. Wie kann man denn mit unter 6 Jahren sexuell belästigt werden? Ein Beispiel ist zum Beispiel, wenn du online spielst und es einen Chatmodus per Headset gibt. Also bei den sexuellen Belästigungen, das nennt man dann auch Cybergrooming teilweise, je nachdem wie man es definiert, gehe ich persönlich davon aus, und das ist eins meiner Schwerpunktgebiete, dass annähernd kein Kind im digitalen Raum aufwächst, das nicht mit einem Sexualtäter konfrontiert werden wird. Das heißt nicht, dass es jeden Tag passiert, aber im Laufe seines Heranwachsens wird aus meiner Sicht jeder konfrontiert. Okay. Das heißt, wir reden hier über ein Massenphänomen. Absolutes Massenphänomen. Wir reden über ein Massenproblem, bei dem wir bislang keine Mechanismen haben, adäquat zu reagieren. Aber wir haben eigentlich die Gesetze, denn das Strafgesetzbuch gilt natürlich auch im digitalen Raum. Aber es fehlt an der Durchsetzung, ganz kann man genau. Das so sagen. Also man muss sich fragen, es heißt immer, es ist ein Rechtsraum oder es ist kein rechtsfreier Raum. Nur da muss man halt eins sagen, was ist denn ein Rechtsraum im Gegenzug? Ein Rechtsraum ist ein Raum, wo Recht gilt. Natürlich gilt irgendeiner Form im digitalen Raum Recht, also ohne jede Frage. Aber wie in dem Beispiel von uns mit den Verkehrsregeln, es kommt nicht darauf an, ob es eine Verkehrsregel gibt, die braucht man. Es kommt darauf an, ob die durchgesetzt werden. Wenn Sie immer an einer roten Ampel rübergehen und Sie werden nie erleben, dass da ein Polizist steht oder dass das irgendwie verfolgt wird, dann wird diese rote Ampel für Sie faktisch keine Wirkung haben. Das können Sie im Prinzip jeden Tag, jeder in der Straße sehen. Warum geht man nicht über eine rote Ampel? Man fragt sich, sind dort Kinder, die das als Vorbild sehen können? Könnte ich überfahren werden? Und das nächste Punkt ist, könnte hier Polizei oder eine andere Sicherheitsbehörde, Ordnungsamt stehen, könnte ich ein Problem kriegen. Und so ist das im digitalen Raum nun mal nicht. Und da findet man, gerade bei den Sexualdelikten ist das ein schönes Beispiel. Warum? Es gab eine Situation, da haben sich zwei hessische Staatsanwälte als 10-jähriges Mädchen im digitalen Raum ausgegeben. Die haben innerhalb von 10 Tagen 340 eindeutige sexuelle Kontaktversuche über das Netz erlebt. Und dann haben sie gesagt, sie waren schockiert, was sie gesehen haben. Ich meine, ich kenne mich damit aus, ich weiß, dass das die Realität ist. Ich war eher schockiert, dass eine Sicherheitsbehörde sagt, sie war schockiert. Spricht das eher dafür, dass wir gar nicht das Verständnis dafür haben, was wirklich passiert und so. Da muss man sagen, sind Spiele es nicht alleine. Aber wenn man halt fragt, wo sind die Kinder, da muss man sagen, die Spiele. Und im letzten Jahr gab es ein Dutzend von Fällen, wirklich auch intensive Fälle, wo die Spiele beispielsweise als Grundlage für sexuelle Belästigungen benutzt wurden. Also ein Fall, zum Beispiel im Kopf, ein Spiel, das hat eine Altersempfehlung ab 0 Jahren erhalten. Da wurden 122 Mädchen von einem Täter von 11 bis 13 Jahren dazu gebracht, Nacktbilder und Masturbationsvideos von sich zu übersenden. Das ist im Prinzip auch eine Form des Cybergroomings. In einem Spiel, das ab 0 Jahren empfohlen wurde, wenn wir den Eltern sagen, du musst dich darum kümmern, was deine Spiele, was deine Kinder machen. Also. Aber die Altersstufen, das den Eltern noch nicht mal in die Hand geben, indem wir sagen, pass auf, wir können ein Risiko sein, dann brauchen wir uns auch als Gesellschaft nicht wundern, dass unsere Eltern nicht fit in solchen Bereichen sind. Also wir fassen zusammen, das Netz und auch die Spielewelt, die Online-Spielewelt, das ist kein rechtsfreier Raum. Wir brauchen Eltern,
die wissen, was ihre Kinder machen. Wir brauchen Eltern, die ausgebildet werden. Wir brauchen Sicherheitsbehörden, die selber kompetent sind und die Recht helfen durchzusetzen und Recht durchsetzen. Und wir brauchen eine Spieleindustrie, die kooperiert. Das war Thomas Gabriel Rüdiger, Kriminologe hier im Gespräch in der Landesmedienanstalt Saarland. Und vielen Dank. Und ich würde sagen, wir spielen jetzt noch die zweite Halbzeit und dann gucken wir mal, ob dann doch der Kriminologe gewinnt oder die Landesmedienanstalt Saarland. Genau, wir wissen, wie es ausgeht. Ja. So, jetzt kann ich mich auch konzentrieren. So.